Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen 1860 München. Wir haben hier in Essen 18.187 Zuschauer gehabt und die haben mit uns gemeinsam ein 2:2 gesehen. Die Torschützen waren für Rot-Weiß Harenbrock und Engelmann, für München haben Deichmann und Greilinger getroffen. Ich begrüße sehr herzlich die beiden Trainer hier am Tisch, nämlich Maurizio Iacobacci und Christoph Dabrowski. Und unseren Gast bitte ich, den Anfang zu machen, den ersten Kommentar zu sprechen. Bitte schön, Herr Iacobacci. Ja, guten Tag, servus. Ich muss ein wenig ausholen. Ich habe wegen den vielen Ausfällen natürlich einen Systemwechsel vorgezogen, von einem 4-2-3-1 in ein 3-4-1-2 gegen Rot-Weiß Essen zu spielen. Das ist uns eigentlich sehr, sehr gut gelungen. Und ich glaube, der Anfang des Spiels war sehr, sehr gut von uns, sehr dominant. Wir haben das Spiel kontrolliert und gehen unverdient 1-0 in Rückstand auf einen Eckball von uns. Das darf uns natürlich nicht passieren. Wir wussten, dass sie ein oder zwei Spieler vorne lassen. Aber klar, wir waren uns auch bewusst, was wir hätten tun sollen in dieser Situation. Und das ist nicht gelungen. Aber trotz allem war das Spiel in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen, wo eigentlich beide Teams hätten das ein oder andere Tor mehr schießen können. Wir haben etwas angesprochen in der zweiten Halbzeit und ich glaube, dann haben wir wirklich eine sehr dominante zweite Halbzeit gespielt. Wir haben sehr hoch angegriffen, wir haben den Gegner unter Druck gesetzt, wir haben sie zu Fehler gezwungen. Wir sind verdient zum 1-1 gekommen, weil wir vorher schon Großchancen gehabt haben mit Cello, der alleine vor dem Torhüter ist und leider nicht schießt. Oder er hätte natürlich auch den Pass spielen können auf Boyamba, der auch frei gewesen wäre. Haben wir nicht gemacht, aber trotz allem haben wir das 1-1 geschossen. Sehr schönes Tor von Deichmann, Ball in die Tiefe und Deichmann sich sehr gut durchgesetzt hat. Und dann auch verdient zum 2-1 gekommen. Und ich glaube, da hat Rot-Weiß Essen nicht mehr gewusst, wie spielen gegen uns. Sie haben nur noch lange Bälle gespielt. Wir hatten eigentlich das Spielgeschehen im Griff und hätten dann auch das 3-1 schießen können, haben das nicht gemacht. Aber wenigstens hätten wir dann den Ball mehr spielen sollen, den Ball zirkulieren lassen, den Gegner laufen lassen. Und am Schluss haben wir auch die Möglichkeit, den Ball auf der Eckfahne zu halten, um ein wenig Spielzeit rauszunehmen. Und da waren wir unclever. Und dann am Schluss, klar, kommt das Tor, was sicher so nicht fallen sollte. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Foul auch da war oder nicht, aber spielt keine Rolle. Das ist eigentlich ein Fehler unsererseits, die dann den Ausgleich erzielt haben. Und ich glaube, wenn man sieht dann, dass das Publikum Freude hat am 2-2, dann heißt es auch viel, weil ich glaube, heute, wer hätte gewinnen sollen, war 1860 München. Ich kann der Mannschaft eigentlich da nichts viel vorwerfen. Die Einstellung, die Einsatzbereitschaft, der Kampfwille, der war da. Und darum schade, dass sie nicht eben der volle Erfolg erzielt haben. Aber ich glaube, sie können mit erhobenem Hauptes von Essen wegziehen, nach München zurückfahren und ja, werden dann die nächsten zwei Spiele versuchen zu gewinnen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Iacobacci. Und dann leite ich gleich über zu Christoph Dabrowski. Ja, danke und hallo in die Runde. Was haben wir heute vorgehabt? Wir wollten mit einem anderen Charakter dieses Spiel angehen. Wir wollten von der ersten Minute an Dynamik entwickeln, Energie ausstrahlen und ich glaube, das ist uns heute gelungen. Gerade in der ersten Halbzeit, ich finde, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit.
Ich finde auch, dass wir auch verdient in Führung gegangen sind, ja, weil wir sehr aktiv waren. In der zweiten Halbzeit konnten wir diese Energie leider nicht mehr so rüberbringen. Ja, man hat gesehen, dass wir schon auch auf mehreren Positionen auf dem letzten Zahnfleisch uns bewegen. Und man hat natürlich auch gesehen, die Qualität der 60er, ja, gerade auch bei den zwei Gegentoren. Ja, sie haben sehr viel Druck aufgebaut. Wir haben Probleme gehabt, die tiefen Bälle und die tiefen Läufe aufzunehmen. Ja, die beiden Gegentore waren extrem ärgerlich. Aber wir sind froh, dass am Ende der Engel diesen Ausgleich noch erzielt hat. Und ja, wir können heute mit diesem Punkt sehr gut leben. Ja, und ich glaube, die Fans haben das dann auch honoriert und sind leider noch nicht durch. Aber haben jetzt noch zwei Spiele, wo wir auf jeden Fall punkten wollen, damit wir den Klassenerhalt auch rechnerisch dann festmachen. Vielen Dank. Ja, danke Christoph. Gelegenheit für Sie jetzt, Fragen an die beiden Trainer zu stellen. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Eine Frage an Christoph Dabrowski. Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen, dass die Mannschaft anderen Charakter gezeigt hat. Also im Vergleich zu Meppen fand ich auch auf der Tribüne, war es ein deutlich engagierterer Auftritt mit mehr Mut auch nach vorne. Haben Sie da vielleicht im Vorbericht des Spiels nochmal eine andere Herangehensweise getroffen, wie Sie mit der Mannschaft geredet haben? Weil in Meppen ja doch dann schon so die Mentalität zu Recht auch in Frage gestellt wurde. Haben Sie da nochmal vielleicht einen anderen Ansatz gewählt, um die Mannschaft dann nochmal zu packen? Also als Trainer von RWE musst du immer kreativ sein, ja, gerade in einer Saison, die von Schwankungen geprägt ist. Und ja, wir müssen immer wieder Mittel und Wege finden, wie wir die Jungs aufrichten und nach vorne pushen. Und ja, da will ich auch nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, nach der ersten Halbzeit von Meppen hat der Einzelne oder jeder Einzelne sich, glaube ich, im stillen Kämmerlein schon Gedanken gemacht darüber. Was erforderlich ist, vor allem ja, die Verpflichtung vom ausverkauften Haus hier an der Hafenstraße. Ja, das ist schon auch Vollgasfußball zu spielen. Und ich glaube, ja, auch in der Situation, wo ein bisschen mehr Druck da ist, ja, den die Mannschaft auch ausgeliefert ist, hat sie heute gerade in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, sehr viel Energie ausgestrahlt. Das hat sich dann wieder gespiegelt in der Stimmung um uns herum auf der Kurve oder in der Kurve. Und ja, am Ende wurden wir belohnt, einfach für ja, bis zum Schluss dranbleiben, ja, auch das Quäntchen Glück zu haben, nicht das dritte Tor, wie mein Kollege erwähnt hat, kassiert zu haben. Und von daher glaube ich, dass wir ein gutes Gesicht gezeigt haben. Es war nicht alles gut, ja, einige Sachen waren sehr gut. Aber wir nehmen diesen Punkt sehr gerne mit. Und in diesem Spiel mussten ja auch zwei Spieler dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der ersten Halbzeit Ron Belinski, blutüberströmt, dann in der Kabine geblieben. Und in der zweiten Halbzeit Eisfeld, der dann rausgehumpelt ist. Können Sie da vielleicht schon ein Update geben, wie es bei den beiden aussieht? Ja, Ron musste raus mit Verdacht auf Nasenbeinbruch. Und beim Tommy hat der Muskel zugemacht. Da müssen wir gucken, was da die Diagnose ergibt. Ja, ich glaube, es ist nicht so wild. Ich glaube, das kam eher vom Rücken, dass der Rücken zugemacht hat und es dann nach unten ausgestrahlt ist. Und bei Ron müssen wir gucken. Ja, also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man auch mit einem Nasenbeinbruch auch spielen kann. Ja, es gibt Masken, die angefertigt werden. Also von daher, er ist ein harter Bursche. Wollen wir mal gucken, ob er nächste Woche dann trotzdem zum Einsatz kommen kann. Gibt es noch weitere Fragen? Nicht. Dann ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimfahrt und wir sehen uns sicherlich nächstes Jahr wieder hier im Stadion. Und Ihnen allen noch einen schönen Rest Sonntag. Bis dahin. Tschüss.